Diese Klausur beschäftigt sich mit Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz, mit der Frage der Rente, im Übrigen auch mit der inneren Sicherheit, über die Frage der Migrationspolitik weit hinaus. Wir brauchen im Bereich von Polizei und Justiz mehr Personal. Wir brauchen eine bessere Ausstattung. Wir brauchen bessere Verfahren. Und wir brauchen bessere Regeln zum Schutz von Opfern und zur Vermeidung von Straftaten. Also für uns geht es hierbei auch um die Frage, wie können wir den Wirtschaftsstandort, wie können wir den Wissenschaftsstandort Deutschland weiterentwickeln. Wir hatten ein Gespräch mit dem japanischen Außenminister Kono und hat vorgeschlagen, dass wir uns mal intensiv darüber unterhalten, ob wir mit Japan, Europa, Vereinigte Staaten gemeinsame Projekte entwickeln können. Professor Schmidhuber hat uns sehr deutlich gesagt, dass wir sehr viele Stärken haben in Europa beim Thema künstliche Intelligenz. Aber diese Stärken müssen wir auch nutzen. Und dafür gilt es, die richtigen Entscheidungen zu treffen, jetzt in dieser Legislaturperiode. Und da haben wir mit dem Koalitionsvertrag gut vorgelegt. Das gilt es jetzt umzusetzen. Es war eine ausgesprochen gute Klausur, eine Klausur, bei der wir deutlich gezeigt haben, dass wir größtes Interesse haben, gemeinsam die anstehenden Fragen in dieser Wahlperiode auch zu lösen oder Dinge auf den Weg zu bringen. Ja, dazu kann man sagen, es war eine Klausurtagung, in der die Freude darüber zu spüren war, dass wir eine so starke Fraktionsgemeinschaft aus CDU und CSU sind.